Podcasts in Audioform zum Hören sind schon ganz lange beliebt. Ein neuer Trend ist es jetzt allerdings, seinen Podcast auch zusätzlich mit Video zu veröffentlichen. Das geht schon lange hier auf YouTube, neuerdings jetzt aber auch bei Spotify. Und wie das Ganze funktioniert, wie du deinen Podcast also sowohl bei YouTube als auch bei Spotify mit einem Video hochlädst, das erkläre ich dir in diesem Video. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Mein Name ist Kurt Wojcicki, ich bin Inhaber von Kurt Creative, einem 100% digitalen Unternehmen für Content Marketing. Und wir haben uns unter anderem auf die Produktion von Unternehmenspodcasts spezialisiert. Und dabei sind vor allem Audio-Podcasts, ja, also nur zum Hören, sehr, sehr, sehr beliebt. Warum? Sie sind einfach zu produzieren, man muss sich keine Gedanken machen über die Beleuchtung, den Hintergrund und alles, ja, das, was man bei einem Video hat. Das ist beim Audio-Podcast nicht nötig. Man konzentriert sich einfach nur auf die Stimme und das gesprochene Wort und fertig. Aber viele Menschen nehmen ihre Audio-Podcasts mittlerweile auch remote auf und dabei sieht man sich ja ganz automatisch auch als Video auf dem Bildschirm. Und dann kommt natürlich die Frage auf, warum sollten wir dieses Video nicht ganz einfach auch aufnehmen und den Podcast auch in Videoform veröffentlichen? Das bringt natürlich einige Vorteile mit sich, denn man hat nicht nur den Hörkanal, sondern man hat auch einen visuellen Kanal, kann also mehr von den Gästen und auch von dir als Moderator oder Moderatorin sehen. Und das Ganze macht natürlich den Podcast nochmal deutlich ansprechender. Wie das Ganze also funktioniert, wie du deinen Podcast in Videoform aufnimmst und auch veröffentlichst, das erkläre ich dir in diesem Video in einem ausführlichen Tutorial. Und bevor es weitergeht, hier noch ein kleiner Hinweis auf unseren Kurt Creative Online-Shop. Dort kannst du Podcast-Intros, die professionelle Produktion von Podcast-Folgen, Workshops, Beratung und viele weitere unserer Leistungen direkt online buchen. Der Vorteil für dein Unternehmen, du sparst viel Zeit gegenüber der Produktion im eigenen Haus und kannst dich auf unsere jahrelange Erfahrung mit über 150 Kundinnen und Kunden verlassen. Eine Übersicht all unserer Leistungen, Demos zum Anhören und natürlich auch die Preisliste findest du unter kurtcreative.de/shop. Und kleiner Bonus, als Neukundin oder Neukunde bekommst du mit dem Code WELCOME 15% Rabatt auf deine erste Bestellung. Also klick gleich mal rein, den Link findest du auch unten in der Infobox. Wir sprechen in diesem Video zunächst erst einmal darüber, wie man einen Videopodcast überhaupt aufnimmt, dann wie man einen Videopodcast bei Spotify veröffentlicht, der in Deutschland meistgenutzten Podcast-App, danach, wie man einen Videopodcast bei YouTube veröffentlicht und über eine ganz neue Funktion bei YouTube, mit der du deinen Podcast-Hoster und deinen RSS-Feed mit deinem Podcast-Kanal auf YouTube verknüpfen kannst, sodass alle deine neuen Podcast-Folgen automatisch auch in der YouTube-App erscheinen. Zunächst erst einmal zur Aufnahme eines Podcasts mit Video. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Das eine ist die Podcast-Vor-Ort-Aufnahme, wo du also zusammen mit deinem Gast oder deinen Gästen in einem Raum sitzt. Oder das ist zum anderen die Remote-Aufnahme, wo also dein Gast oder deine Gäste übers Internet zugeschaltet sind. Bei der Vor-Ort-Aufnahme brauchst du zunächst erst einmal das gleiche Equipment wie bei einem reinen Audio-Podcast. Das heißt also, du brauchst Mikrofone für dich und für deine Gäste und einen Recorder, an den du die Mikrofone anschließt, um das Ganze aufzunehmen. Zusätzlich brauchst du noch eine oder bestenfalls auch mehrere Kameras, mit denen du das Videobild aufnimmst. Und diese beiden Kanäle, sowohl die Audioaufnahme als auch die Videoaufnahme, schneidest du anschließend zusammen. Mehr zum Thema Mikrofone, Recorder und Aufnahmetechnik erkläre ich dir in einem anderen Video, das blende ich hier oben einmal ein. Da erfährst du, welche Mikrofone sich am besten für eine Podcast-Vor-Ort-Aufnahme eignen und bekommst auch konkrete Empfehlungen, wie du das Ganze miteinander verkabelst und anschließt. Eine deutlich einfachere Lösung ist eine Podcast-Remote-Aufnahme. Dabei sitzen du und deine Gäste an verschiedenen Orten, das kann quasi auf der ganzen Welt sein, und ihr schaltet euch über das Internet miteinander zusammen. Das funktioniert am besten mit einem Programm wie zum Beispiel Riverside. Dazu habe ich ein eigenes Video erstellt, das blende ich hier oben mal ein. Da erfährst du ganz genau, wie du das Programm Riverside einrichtest und bedienst. In Riverside kannst du zum einen eine sehr gute Tonübertragung machen, das heißt also, der Ton von deinem Mikrofon und dem Mikrofon deiner Gäste wird in bester Qualität aufgenommen und anschließend in die Cloud
bei Riverside hochgeladen. Und gleichzeitig wird natürlich auch das Videobild in bestmöglicher Qualität aufgenommen. Das heißt, das Einzige, was du dafür benötigst, ist eine möglichst gute Webcam und eine gute Beleuchtung. Und du hast gleichzeitig dann also auch eine Videoaufnahme in der bestmöglichen Qualität. Diese beiden Spuren, die kannst du anschließend in Riverside entweder direkt zusammenfügen, wobei wirklich nur das Rohsignal genutzt wird, ja, also die rohe Audio- und Videoaufnahme. Oder aber, wenn du es besonders professionell machen möchtest, lädst du separat die Audiospuren und die Videospuren herunter, masterst das Audio professionell, ja, sorgst also dafür, dass zum Beispiel Hall oder weitere Störgeräusche wie Rauschen, Knacken und so weiter reduziert werden, das Signal kräftiger und deutlicher zu verstehen ist und machst auch beim Video noch ein paar kleine Tweaks, zum Beispiel bei der Helligkeit, beim Kontrast oder bei den Farben, damit das Ganze ein schönes Gesamtbild ergibt und fügst beides am Ende miteinander zusammen. Das kommt wirklich darauf an, wie viel Aufwand du hier betreiben möchtest. Kleiner Tipp, wir bieten zum Beispiel auch das Audio Mastering als Service an. Das heißt also, wenn du eine Audioaufnahme mit Riverside gemacht hast und dafür sorgen willst, dass der Sound am Ende wirklich richtig gut klingt, ja, und wirklich professionell ist, dann schau gerne mal in den Link, den ich hier unten in die Infobox packe. Da findest du alle weiteren Infos zu unseren Services im Bereich Audio Mastering. Wenn du dann die fertigen Aufnahmen deines Videopodcasts zusammengefügt und exportiert hast, ganz egal, ob du das online mit den einfachen Schnittfunktionen von Riverside gemacht hast oder professionell in einem externen Programm, dann geht es natürlich daran, dieses Video auf den Podcast-Plattformen zu veröffentlichen. Wir schauen uns jetzt als erstes an, wie das Ganze bei Spotify funktioniert, wie du also deinen Videopodcast auf die Spotify-App bekommst. Und dafür benötigen wir zunächst einen sogenannten Podcast-Hoster. Ein Podcast-Hoster, das ist sozusagen ein Webserver, auf dem all deine Podcast-Aufnahmen gespeichert sind. Und von dort aus werden sie dann an die Podcast-Apps weiterverteilt. Wir schauen uns in diesem Tutorial das ganze Prozedere einmal an dem kostenlosen Podcast-Hoster von Spotify. Der heißt Spotify for Podcasters, früher Anchor FM. Und wie man den Ganzen zunächst einmalig einrichtet, das erkläre ich dir in einem weiteren Tutorial, weil das ein bisschen komplexer ist. Das blende ich hier oben einmal ein. Also, wir loggen uns jetzt mal ein bei Spotify for Podcasters, laden dort unseren Videopodcast hoch und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir in einem kleinen Screencast. Als erstes gehen wir auf die Webseite von Spotify for Podcasters, podcasters.spotify.com und loggen uns dort ein mit unseren Zugangsdaten. Als nächstes gehen wir rechts oben auf Neue Folge und klicken auf Datei auswählen. Hier können wir jetzt eine Datei von unserem Computer hochladen. Ich habe hier eine MP4-Datei, die ich bereits fertig geschnitten habe, mit meinem Audiosignal und meinem Videosignal zusammengemischt. Hier können wir jetzt unseren Titel der Podcast-Folge eingeben, das habe ich schon mal vorbereitet, und auch die Beschreibung der Podcast-Folge, also die sogenannten Shownotes. Jetzt können wir auswählen, ob wir den Podcast direkt veröffentlichen wollen oder zu einem späteren Zeitpunkt. Wir haben natürlich keine unangemessenen Inhalte und das Ganze ist eine vollständige Folge, also kein Trailer. Hier können wir jetzt noch das Podcast-Cover ändern, da können wir eine Datei von unserem Rechner hochladen, das ist aber optional. Und jetzt ist auch schon die Vorschau verfügbar, wir können also mal ganz kurz reinschauen, wie das Ganze aussieht. Hier dieses Q&A, das löschen wir, das macht Spotify nur, weil die neuerdings einen auf YouTube machen wollen. Wir klicken also direkt auf Weiter. Damit haben wir alle Inhalte hochgeladen und klicken auf Veröffentlichen. Jetzt ist unsere Podcast-Folge online, solange wir sie sofort veröffentlicht haben und wir können in der Spotify-App nachschauen, wie die Folge jetzt hier als Video angezeigt wird. Das dauert meistens so ungefähr 20 Minuten, bis sie verfügbar ist. Wir klicken auf unseren Podcast und auf die neueste Folge. Wenn wir jetzt auf Play klicken, wird uns die neueste Folge hier als Video angezeigt. Das gleiche gilt auch für Mobilgeräte, auch dort können wir die Folge jetzt mit Video anschauen. So, jetzt weißt du schon mal, wie du deinen Videopodcast bei Spotify, der im deutschsprachigen Raum beliebtesten Podcast-App, hochlädst. Und als nächstes schauen wir uns an, wie das Ganze bei YouTube funktioniert. Denn auch YouTube hat in Sachen Podcast nachgelegt und möchte hier natürlich auch mit Spotify und anderen Apps mitziehen. Wird auch bei Podcastern immer beliebter und deswegen empfehle ich dir in jedem Fall, deinen Videopodcast auch bei YouTube zu veröffentlichen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir schauen uns als nächstes einmal an, wie man den Podcast als klassisches Video bei YouTube hochlädt und dafür schnappen wir uns einfach ein Video-Interview, was ich vor kurzem mit einem guten Freund und Kollegen von mir aufgenommen habe und schauen uns mal an, wie der ganze Prozess eines Video-Uploads bei YouTube funktioniert.
Um ein fertig geschnittenes Video bei YouTube hochzuladen, gehen wir in unser YouTube Studio, studio.youtube.com, und klicken hier rechts oben auf Videos hochladen. Jetzt können wir die Datei auswählen von unserem Computer. Ich habe auch hier wieder die fertig produzierte und exportierte MP4-Datei, die wir auch schon bei Spotify hochgeladen haben. Während die Datei hochlädt, können wir hier schon den Titel eingeben. Der wird direkt aus dem Dateinamen übernommen und bei der Beschreibung wieder unseren Beschreibungstext, also die Shownotes des Podcasts. Sobald das Video verarbeitet ist, werden uns hier verschiedene Vorschaubilder angezeigt, die Thumbnails. Da können wir eins auswählen, was besonders schick aussieht, oder eine eigene Datei von unserem Computer hochladen. Hier kommen nun die Playlists ins Spiel. Bei den Playlists können wir auswählen, in welche Liste unser Video reingepackt wird, und hier sollten wir eine Podcast-Playlist auswählen. Die sorgt dafür, dass dieses Video auch in der App von YouTube Music verfügbar ist, also als richtiger Podcast. Die weiteren Einstellungen hier unten sind speziell für YouTube. Das hat vor allem mit dem Jugendschutz zu tun, mit den Werberichtlinien und so weiter. Das brauchen wir jetzt erst einmal nicht weiter beachten, und auch automatische Kapitel, empfohlene Orte und die Erfassung von Konzepten deaktiviere ich mal. Tags, also Schlagworte, können wir noch hinzufügen, um unser Video besser auffindbar zu machen. Und die restlichen Einstellungen lassen wir am besten so, wie sie in den Voreinstellungen schon sind. Jetzt können wir auf Weiter klicken, hier noch weitere Elemente hinzufügen. Das ist aber optional, und vorab wird das Ganze natürlich auf Urheberrechtsverletzungen geprüft. Alles paletti, wir können das also jetzt veröffentlichen oder einen Veröffentlichungszeitpunkt in der Zukunft festlegen. Mit einem Klick ist unser Video jetzt auf YouTube gespeichert und geht zum gewählten Zeitpunkt online. Ein Wort noch zu den erwähnten Podcast-Playlists. Wenn wir hier links in unserem YouTube-Studio auf Inhalte klicken und dann rechts oben auf Playlists, sehen wir eine Übersicht all unserer Playlists. Da sind normale Playlists dabei oder aber sogenannte Podcast-Playlists. Wenn wir hier auf die drei Punkte klicken, können wir eine beliebige Playlist als Podcast festlegen und damit dafür sorgen, dass diese Playlist in YouTube Music als Podcast angezeigt wird. Wenn du bei deinem Podcast auf YouTube auf das Videobild, also das bewegte Bild, verzichten kannst und das Ganze etwas einfacher gestalten möchtest, gibt es jetzt auch eine neue praktische Funktion bei YouTube, mit der du deinen RSS-Feed von deinem Podcast-Hoster direkt mit YouTube verknüpfen kannst. Das bedeutet also, wenn du deinen Podcast bei deinem Podcast-Hoster hochlädst und dieser anschließend den Podcast an die verschiedenen Apps weiterverteilt, ja, also vor allem an die Audio-Podcast-Apps, kannst du deinen Podcast gleichzeitig auch an YouTube weiterverteilen lassen. Das Einzige, was wir dafür tun müssen, ist, unseren RSS-Feed in YouTube Studio hinzuzufügen. Und wie das Ganze funktioniert, das erkläre ich dir jetzt. Um einen Podcast automatisch via RSS-Feed in YouTube hinzuzufügen, gehen wir in unser YouTube Studio, klicken rechts oben auf Erstellen und auf Neue Playlist. Damit legen wir zunächst erst einmal die reine Playlist an mit einem Titel und einem Beschreibungstext. Und ich setze das Ganze erst einmal auf Privat, weil ich die noch nicht veröffentlichen möchte. Wir klicken auf Erstellen, haben jetzt hier unsere Playlist, und die können wir jetzt umwandeln in eine Podcast-Playlist. Dazu klicken wir hier auf die drei Punkte und klicken auf Als Podcast einstellen. Jetzt können wir hier zunächst erst einmal die Sichtbarkeit verändern. Damit der Podcast auch sichtbar ist in den YouTube-Apps, muss die natürlich dann auf Öffentlich stehen. Auf der rechten Seite laden wir das Thumbnail hoch, also das Bild zu unserem Podcast-Kanal. Klicken anschließend auf Fertig, und dann kann es auch schon weitergehen mit dem RSS-Feed. Dazu klicken wir auf diesen kleinen Stift, Bearbeiten der Playlist, und scrollen runter zu Mit RSS-Feed verknüpfen. Jetzt haben wir hier die Nutzungsbedingungen, die habe ich mir natürlich alle durchgelesen und stimme den genannten Punkten zu. Hier bekommen wir jetzt nochmal eine kleine Übersicht, wie das Ganze funktioniert, und klicken einfach auf Weiter. Als nächstes benötigen wir unseren RSS-Feed aus unserem Podcast-Hoster. Bei Anchor bzw. Spotify for Podcasters befindet er sich unter den Einstellungen beim Punkt Podcast-Verfügbarkeit. Hier müssen wir gegebenenfalls den RSS-Feed noch aktivieren und können dann anschließend, wenn er verfügbar ist, auf Kopieren klicken. Dann fügen wir den RSS-Feed bei YouTube ein und klicken auf Weiter. Jetzt wird der RSS-Feed geprüft, ob das Ganze alles von den technischen Anforderungen passt. Und wenn das geschehen ist, müssen wir noch unsere E-Mail-Adresse bestätigen. Dazu senden wir einen Code an diese Adresse mit dem Klick auf Code senden und kopieren uns diesen Code aus unserem E-Mail-Postfach in dieses Fenster hinein, bestätigen das Ganze, und dann kann es auch schon losgehen. Wir können entweder alle Folgen aus dem RSS-Feed direkt auf YouTube hochladen oder nur die ab einem bestimmten Datum. Anschließend klicken wir auf Weiter und können die Sichtbarkeit festlegen. Ich setze das Ganze erstmal auf Privat.
So, jetzt dauert es eine Weile, bis der RSS-Feed geprüft wird. Erfahrungsgemäß ist er nach ungefähr einer halben Stunde dann auch verfügbar, auch wenn das Ganze hier noch ein bisschen länger auf Wird bearbeitet steht. Wir können schon mal auf die Playlist klicken und sehen bei Videos die fertig importierten Podcast-Folgen. Das sind, wie gesagt, reine Audiofolgen mit unserem Podcast-Cover als Standbild, also eine pragmatische und einfache Lösung, um Podcast-Folgen gleichzeitig auch auf YouTube zu veröffentlichen. Wie du also siehst, gibt es viele tolle Funktionen, um seinen Videopodcast bei den verschiedenen Podcast-Apps zu veröffentlichen. Und ich sehe sehr, sehr viel Potenzial in diesem ganzen Thema Videopodcast, ganz einfach, weil es deinen Zuhörerinnen und Zuhörern die Wahl lässt, ob sie das Handy in die Tasche stecken und das Ganze nur in Audioform konsumieren möchten oder aber ob sie das Videobild dazu sehen wollen, also auch so ein bisschen die Mimik, die Gestik und alles und ein bisschen persönlicheren Eindruck von dir als Podcasterin oder Podcaster und von deinen Gästen bekommen möchten. Wenn du jetzt sagst, puh, das sieht ja sehr interessant aus, aber mir ist das alles viel zu kompliziert, ich würde das Ganze lieber von jemandem erledigen lassen, der sich damit auskennt und mich nicht mit den ganzen technischen Details rumschlagen, dann bieten wir dafür natürlich auch entsprechende Services an. Zum einen unsere Podcast-Hoster-Einrichtung, wo wir dir dabei helfen, deinen Podcast-Hoster für alle bekannten Podcast-Apps einzurichten und ready zu machen, sodass du nur noch deine Folgen hochladen musst. Und natürlich auch die YouTube-Kanaleinrichtung. Dabei richten wir deinen YouTube-Kanal professionell ein, sorgen dafür, dass das Ganze auch ansprechend aussieht für deine Zuschauerinnen und Zuschauer und verknüpfen ihn natürlich auf Wunsch auch mit deinem Podcast-Hoster. Wenn das für dich interessant klingt, dann schau gerne mal auf unsere Webseite www.codecreative.de. Die Links zu den entsprechenden Services blende ich auch hier unten ein. Und wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest rund um die Themen Content-Marketing und Podcast-Produktion, dann abonniere natürlich gerne diese Kanal und aktiviere die Glocke. Somit wirst du immer informiert, sobald es hier ein neues Video gibt. Ich wünsche dir erst einmal viel Spaß und Erfolg beim Podcasten und sage bis zum nächsten Video.